Ja, herzlich willkommen, Sportdirektor Angelo Vier. Der Saisonauftakt in Regensburg steht vor der Tür. Wir haben eine hervorragende Vorbereitung gespielt. Ist es vielleicht ein bisschen trügerisch, wenn es jetzt an die Punktspiele geht? Nein, ist nicht trügerisch. Es ist immer wichtig, jedes Erfolgserlebnis ist gut, ne? Fürs Selbstvertrauen, für die Mannschaft. Aber eins ist auch klar, ne? Nur die Vorbereitung, das ist gut für uns, ist auch wichtig für die Köpfe. Aber letztendlich geht es am Wochenende los und am Samstag in Regensburg, da zählt es und das ist nachher entscheidend. Ne? Punktspiele, Pflichtspiele sind was anderes, da kommt der mentale Druck dazu, ne? Der Leistungsdruck. Start ist immer wichtig, ne, dort positiv rauszukommen und hatten wir Anfang letzter Saison gesehen und das wollen wir natürlich versuchen, diesmal da anders reinzustarten. Das war jetzt die erste komplette Transferperiode, die unter deiner Regie ablief. Wie zufrieden bist du und kommt vielleicht noch was nach? Ja, grundsätzlich haben wir ja schon früh angefangen, auch früh Gas gegeben, konnten viele Dinge umsetzen, das ist gut, weil die Vorbereitung natürlich dann auch alle dabei waren und man arbeiten konnte, gerade bei so einem größeren Umbruch, glaube ich, ist es wichtig, zählt auch jeder Tag, aber wie gesagt, muss man trotzdem auch Geduld haben und es wird einige Zeit dauern und ja, 31.08. ist der Stichtag, also kann sicherlich das eine oder andere noch passieren. Aber das werden wir dann sehen und ist punktuell und dann müssen wir vielleicht auch noch was machen oder reagieren. Aber ja, das gehört zum Fußball dazu und das ist Geschäft und auch damit werden wir umgehen. Stichwort reagieren. Christian Tresch hat sich schwer verletzt, ist zum Glück heute erfolgreich operiert worden, wird aber lange Zeit ausfallen. Wie ist es denn im Kader? Kann man das auffangen oder muss man da jetzt noch nachregulieren? Das werden wir sehen. Unser Kader ist ja zahlenmäßig und auch von der Qualität her gut bestückt. Aber das werden wir jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen uns mal anschauen. Zum Glück haben wir die Zeit jetzt noch, auch bis zum 31.08. und da sicherlich auch der Trainer und das Trainerteam einiges probieren. Und dann werden wir entscheiden. Da werden wir uns nicht unter Druck setzen. Hängen sie die auch noch von anderen Dingen ab, ob was passiert. Also wie gesagt, da ist noch keine Entscheidung gefallen. Jetzt hat man gemerkt, in den letzten Testspielen, es wurde noch mal viel rotiert. Es ist auf manchen Positionen noch so ein bisschen offen, wer jetzt spielt. Ist das was die Mannschaft auch befeuern kann, dieser Konkurrenzkampf? Nein, ich denke, es ist genau das, was wir wollten. Also ich glaube, diese Saison sollte kein Spieler davon ausgehen, dass er hier 34 Spiele in über 90 Minuten spielt, weil wir haben einen ausgeglichenen Kader, mehrere Jungs, die auf verschiedenen Positionen spielen können und da auch natürlich kann man Systeme ein bisschen unterschiedlich gestalten und genau das ist das, was der Trainer wollte, auch schauen, gegen wen man spielt, wie man spielt, auf Situationen reagieren und genau darum ging es uns und ja, das befeuert auch den Konkurrenzkampf, aber Konkurrenzkampf ist immer gut. Jetzt hat man natürlich zwei klare Favoriten in der Liga mit Hamburg und Köln. Wo kann sich denn da der FC Ingolstadt einsortieren? Na gut, das werden wir jetzt erstmal sehen. Jetzt ist erstmal der Start wichtig. Schauen wir, wie wir da reinkommen. Und viele Dinge ergeben sich dann auch. Ne? Das entsteht auch. Schauen wir, dass wir gut reinkommen. Dann kann eine Dynamik entstehen. Und dann können wir als Mannschaft schneller wachsen. Und davon wird einiges abhängen. Aber wie gesagt, wir wollen eine Entwicklung sehen in der Mannschaft. Ne? Wir wollen wieder einen anderen Geist, eine andere Mentalität, eine andere Gier, Willen reinbekommen. Und das ist das Ziel. Und dann auch natürlich variabel erfolgreich Fußball spielen. Und dann Ergebnisse sind dann, ich sag mal, das Endprodukt davon und die kommen dann von alleine und das werden wir dann sehen.